Satisfaction. Heute sind meine 10 wertvollsten Karten dran. Da sind ganz viele Karten drin, die es bei Kenny nicht mal in die Top 10 geschafft haben. Guckt euch das mal da an, also verlinkt euch nachher. Ne? Ist das traurig, wenn ich mir seins angucke und meiner ging. Aber ich habe ja bis jetzt auch nur Schwert und Schild gesammelt und bin noch nicht so lange dabei. Und ich fange einfach mal an. Wa? Die hier, Felinara, die habe ich gezogen. Ja, selber gezogen. Was ist die jetzt so wert, so Felinara in ungefähr Deutsch? Ungefähr ein Hunderter. Ungefähr ein Hunderter. Damit fängt Platz 9 an, ja. Wird 10, aber 10, 10. 10 sogar. Glaciola, die habe ich gekauft für inklusive Versand bei Card Market für 95 Euro. Was ist sie jetzt ungefähr? 120. Nicht viel, aber ich habe die noch nicht lange. Aber bevor sich so steigt, schnell kaufen. Lavados, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Karte gezogen habe oder ob ich sie getauscht habe. Wenn ihr alle meine Videos geguckt habt, wüsstet ihr vielleicht, ob ich sie gezogen habe. Also wer das schafft, mir so sagen, ob ich, wenn er die irgendwo findet, mir sagt, welchem Video, wow, Respekt, wa? Und warte mal, tickert mal rein, was eure teuerste oder wertvollste Karte ist, die ihr so besitzt. Schreibt mal in die Kommentare. Interessiert uns mal. Mal gucken, ob jemand Kenny übertrumpfen kann. Tasche steckt. Nein, dich auf mich auf jeden Fall, denn ich bin ja erst seit Schwert und Schild dabei. Viele haben vielleicht auch schon so gegradete Karten für einen Tausender oder für ganz alte Dinger oder so. Der, das ist ja nicht das, was ich mag, ja. Genau, Lavados war bei, warte, wo war das? 120 auch, teilt sich Platz ja, 9 nicht schlecht. Glurak V-Max, dieses Glurak aus Glänzendes Schicksal, das musste ich kaufen. Das habe ich leider nicht selber gezogen. Aber warte mal, war das nicht das? Nein, das war aus Celebration, was ich danach im Kopf hatte. Ich hatte die und das andere gekauft, Celebration. Ah, stimmt. Und dann habe ich das, was ich gekauft habe, getauscht. Ja. Gegen 2 Sealed Top Trainer Boxen Weg des Champs. Ja, das war geil. Aber die habe ich halt gekauft. Die habe ich auch gekauft. Auf dem Trödel. Oh, habe ich euch schon erzählt. Habe ich den einen Jungen für 50 Euro abgekauft. Er hat von den 50 Euro sich gleich wieder bei mir auf dem Trödel eine Top Trainer Box von Strahlende Sterne mitgenommen und kam mit dem Rainbow Glurak wieder. Das habe ich ihm dann für 105 abgekauft. Warte mal. Das Glurak Shiny war bei 150 und das ist auch 150, glaube ich. Gut. 250. Halt. Pikachu V-Max Rainbow. Ja. Auch wieder 150. Mein 11. Booster aus Farbenschock und im 3er Blister Aquana. Ja, andere haben mehrere tausend Euro ausgegeben und mehrere tausend Packs ausgegeben. Das war doch deine Anfangszeit. Ne? Richtig. War das da, wo du richtig angefangen hast? Dann? Nach dieser Karte habe ich gesagt, jetzt reicht es. Ich habe jetzt schon, da kommen mal welche, warum nehme ich das nicht auf? Ich habe gesagt, ey, was andere können, kann ich auch. Ich probiere es einfach, kann sowieso keiner dazwischen quatschen. Entweder guckt es oder nicht. Was waren die Karte, die du als erstes gezogen hast, wo du gesagt hast, jetzt fange ich an mit Pokémon sammeln? Die von meiner Tochter. War das irgendeine Trainerkarte? Ne? Ja, Olivia Rainbow aus Clash der Rebellen. Hast du die abgezockt? Sozusagen. Ja, natürlich. Natürlich. Gibt's, ne, hallo? Ja, geil. Das ist ihre Karte in meinem Ordner. Du bewahrst sie nur auf, wa? Richtig, damit sie nicht kaputt geht. Cool. Aber sie hat gesagt, hier, kannst du sagen, Papa, ist ja sowieso ja. Ist ja schon das zweite Hobby, was ich geklaut habe. Was war es? Beyblade? Beyblade, ja. Was war das? Diese Aufzieher? Beyblade, ja, die Kreise. Beyblade Burst, ja, wo die auseinanderfliegen. Vorher fand ich die Dinger, aber ab da dachte ich, ja. Warte mal, und Lego? Was war mit Lego? Lego, naja. War das deins oder auch? Da Lego hat sie mich auch hingebracht. Sie wollte unbedingt eine Zeitung haben. Und da war ein Booster von den Lego Star Wars Karten, Sammelkarten drin. Und ich mache sie auf und habe da eine Goldkarte drin und dachte mir, och, guckt einfach mal im Internet und dachte, hui, sind ja doch so 3-4 Euro so, ja, und dann bin ich dazu gekommen, ja. Angezeigt. Mann, ey. Du hast alle Hobbys. Naja, man, Männer werden ja nicht erwachsen, nur das Spielzeug wird teurer. Und wir können uns jetzt alles das kaufen, was Mama uns nicht früher nicht gekauft hat. Und wenn es bei mir gar keinen gibt, der meckert, keine Frau, keine Freundin, kein Nichts, tja, Pikachu V-Max. Ja, Felinara V-Max, die habe ich auf dem Trödel
mit einem Kumpel von Tom getauscht. Danke nochmal. Die war damals, als ich sie getauscht habe, 90 Euro wert. Ich habe sie für 85 ihm, nee, nicht getauscht, ich habe sie ihm für 85 abgekauft. War alles in Ordnung. Eltern in Ordnung. Und heute ist sie? 180. 180, ein 100er mehr wert. Eigentlich scheiße ich drauf, was sie wert sind, aber ich muss sie nicht mehr kaufen und so, und ja, und ich habe sie in meinem Bein. Wenn sie drin sind in meinem Ordner, ist mir das egal, denn viel wichtiger ist, dass dieser schwarze Fleck da weg ist. Aber trotzdem freue ich mich, dass ich sie habe und ein 100er weniger bezahlt habe, als ich jetzt zahlen müsste. Die habe ich selber gezogen. Oh, habe ich mich gefreut. Auch aus einer Tinbox? Aus einer Tinbox, glaube ich, ja. Ne? Nein, die habe ich hier zu Hause gezogen. Ach so. Das, und die war auf einmal ganz unscheinbar. Du hattest eine Dragoran-Box? Nein. Danach. Davor. Noch weiter davor. Es war nach Drachenwandel. Also muss eine V-Box nach Drachenwandel gewesen sein. 210 Euro übrigens. Die teilt sich den Platz mit der nächsten Karte, die jetzt kommt. Ja. Die du nicht auf Video aufgenommen hast. Nein, Mann. Ich habe die gezogen und hatte das nicht auf Video, deswegen habe ich mich noch nicht getraut, euch die zu zeigen und ihm auch nicht. Ja, Kenny hat sich im voll gewundert, dass ich die rausgezaubert habe. Und deswegen ist die nicht in meinen Top 10 drin. 210. Ja, stellt euch mal vor, die ist nicht mal bei Ihnen in den Top 10 drin. Ja, und auch die hier nicht, ja. Also. Oder? Nee, war sie nicht. Und die Felinara V-Max auch nicht. Und die Glurak natürlich auch nicht, ja. Ja, die waren alle nicht drin. Und bei mir sind die mit ganz vorne. Aber egal. Nicht über das meckern, was man nicht hat, sondern über das, was man hat. War das auch in der Box oder im Einzelbooster? Im Display? Also im Display. Ich hab nicht. Hätte ich das mal aufgenommen. Das hier habe ich gezogen. Yeah. Ich weiß nicht mehr, ob ich dieses oder dieses als erstes gezogen habe. Du kannst nicht spoilern. Doch, ich spoiler jetzt. Und wisst ihr was? Ich spoiler nochmal. Tada! Die haben es mir dann wirklich gegeben. Ich glaube, genau, ich habe erst das gezogen im 31. Booster. Das weiß ich. 220, 250. Im 51. Booster. Und den nochmal im 71. Booster. Und dann. Ja, dann war ich so ein bisschen angezeckt und dann kam Farbenschock und dann habe ich noch das Pikachu und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Und dann habe ich angefangen. Wie, das war's schon? Und ja, es war's schon. Meine teuersten sind halt die hier. Aber viel schöner ist es, die wirklich im Ordner zu sehen, wenn das voll ist, wenn das Set vollständig ist. Weißt du, was noch schöner ist? Ja. Die teuren Karten in so einem Toplohn dabei zu haben. Habe ich mir auch. Zum Beispiel von Gemloader. Ja, die man checkt seinen Shop, kann man die kaufen. Ich hatte die ja früher alle in Toploadern, aber ich finde die in einem Ordner so richtig schön. Also dann müsste ich das komplette Set da reinmachen. Toploader-Binder. Ja, Toploader-Binder, hast du oder recht. Oder du hast die zweimal. Wäre hier bei dem Glurak zum Beispiel, ja. Ja. Alle anderen hab ich selbstverständlich nicht zweimal, weil ich brauche sie alle nur einmal. Und dann gebe ich die lieber weg, damit ich mir andere Karten besorgen kann. Wie meine ganzen Karten auf Card Market oder woanders. Und dafür gibt es extra Videos. Die sind immer kurze, die schneide ich euch zusammen. Halt. Kenny schneidet die zusammen. Ich nehme sie nur auf und schicke sie ihm. Und die werden auch immer mal wieder kommen. Denn ich kann nicht anders. Denn ein bisschen verkaufe ich auf Card Market. Und wenn es nur Codekarten sind. Und check in der Videobeschreibung, da ist auch sein Card Market verlinkt. Richtig. Ist nicht viel und ich bin nicht der Billigste. Zum Tauschen in Discord. Richtig. Check den Discord. Hier eingeblendet. Auch wenn ich manchmal eine faule Sau bin und da nicht gleich sofort antworte, weil Technik, Mann. Das waren meine 10 teuersten. Aber ich habe viele Karten, die nur... Also man könnte jetzt Platz 11 bis 30 machen und die sind alle ungefähr im gleichen Preissegment. So zwischen 6 und 600 Euro. Nein, nein, egal. Viel Spaß, guckt weiter. Ihr guckt jetzt weiter. Ja, weiter gucken. Nicht abschalten.